Wenn man sie fragt, sind Jugendliche und junge Erwachsene erstaunlich offen. Exzessiver Medienkonsum, Rauchen, Alkohol oder Cannabis, alles kommt vor. Grund genug, sich in Workshops mit dem Thema Sucht auseinanderzusetzen. Tatsächlich ist es so, dass viele Schüler das Thema sehr meiden oder direkt antworten mit Nein, ich brauche gar keine Hilfe, ich bin eh nicht betroffen, das wird auch niemals der Fall sein. Wenn man sich so vehement dagegen stellt, ist es manchmal so, dass am Ende des Tages doch nochmal die Schüler zu einem kommen und gerade die und dann sagen, um ehrlich zu sein, ist es tatsächlich meine Mutter, mein Vater. Einfach klar zu machen, dass es was gibt, da kann ich hingehen. Da wird nicht erst sofort ein Amt eingeschaltet, da brauche ich kein Rezept, da muss ich nicht zum Arzt, aber ich kann einen Ort aufsuchen, in dem ich vielleicht erstmal Hilfe bekomme, dass man mit mir spricht. Manche Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg Königstraße in Gelsenkirchen können sich vorstellen, später einmal in der Suchthilfe zu arbeiten. Die Rauschbrille macht erfahrbar, wie Alkoholtrinken das Sehen beeinträchtigt. Also ich weiß jetzt, was ein Sozialarbeiter macht, wie die Süchte sich alle aufbauen. Und mich hat das so interessiert, wie man süchtig wird, also was der Stoff dazu ist. Dass das nicht nur was sein muss, was man konsumieren kann, sondern dass es auch von der Seele und vom Kopf her geht. Das Wichtigste ist, dass man einen Suchterkrankten nicht erkennt. Das heißt, man kann nie wirklich wissen, ob wirklich eine Person suchterkrankt ist. Das heißt, die Person kann normale Klamotten anhaben, mit beiden Beinen im Leben stehen und trotzdem suchterkrankt sein und das niemandem erzählen. Ich habe gelernt, welche Bereiche man gehen kann, durch was eine Suchtkrankheit entsteht und generell, wie es dazu kommt, wie man da helfen kann. Die Suchthilfe bietet spannende Arbeitsfelder, sagt Jürgen Winkler, selbst Suchttherapeut bei der Diakonie Gelsenkirchen-Wattenscheid, und gibt Tipps. Das Wichtigste in der Arbeit mit Suchterkrankungen ist eigentlich die Wertschätzung. Also sobald ich anfange, einen Suchterkrankten abzuwerten, fühlt er sich indirekt angegriffen, wird entsprechend sozusagen darauf reagieren. Das ist das häufigste Problem, warum sie als schwierig eingestuft werden. Und deswegen ist mir das wichtig, dass Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, einfach wissen, was das bedeutet. Ja, und ich glaube, das ist ganz gut gelungen, dafür ein Gefühl zu entwickeln.